Mit der Renault Keycard Handsfree in der Tasche erkennt Ihr Fahrzeug, wenn Sie sich auf weniger als einen Meter nähern. Wenn Sie sich im Erkennungsbereich befinden, wird es automatisch entriegelt. Die Entriegelung der Fahrzeugöffnungen wird durch ein Blinken der Warnblinkanlage und der seitlichen Zusatzblinker angezeigt. Wenn sich der Träger der Keycard Handsfree vom Fahrzeug entfernt, verriegelt es automatisch. Sie können Ihr Fahrzeug auch entriegeln, indem Sie direkt auf diese Taste auf der Karte oder auf die Gepäckraumtaste drücken, wenn Sie die Keycard Handsfree bei sich tragen. Um Ihr Fahrzeug mit Ihrer Karte zu verriegeln, drücken Sie bei geschlossenen Türen und geschlossenem Gepäckraum diese Taste. Beachten Sie, dass die Verriegelung im Falle einer geöffneten oder nicht richtig geschlossenen Tür weder durch Entfernen vom Fahrzeug noch mit der Taste auf Ihrer Karte möglich ist. Es ertönt dann ein Signalton, um Sie darauf hinzuweisen. Mit Ihrer Karte können Sie auch nur die Heckklappe Ihres Gepäckraums entriegeln, indem Sie auf diesen Knopf drücken. Wenn Ihr Fahrzeug mit einer motorisierten Heckklappe ausgestattet ist, drücken Sie lange auf diesen Knopf, um die Heckklappe zu öffnen. Drücken Sie hier, um die Außenbeleuchtung einzuschalten. Das Abblendlicht leuchtet ca. 20 Sekunden lang auf. Auf diese Weise können Sie Ihr Fahrzeug bei Nacht in unbeleuchteter Umgebung oder auf einem Parkplatz leichter finden. Drücken Sie zum Ausschalten der Beleuchtung erneut auf diese Taste. Wenn Sie einen langen Druckimpuls auf die Verriegelungstaste der Karte ausüben, schließen sich bei der Verriegelung des Fahrzeugs alle mit einem Fensterheber mit Impulsschaltung ausgestatteten Fenster automatisch. Wenn Sie Ihr Fahrzeug 8 Tage lang nicht verwendet haben, wird die Entriegelung durch Annäherung an das Fahrzeug deaktiviert. Sie müssen Ihr Fahrzeug dann über die Taste auf der Karte entriegeln. Sie können die Entriegelung bei Annäherung wieder aktivieren und die Option für die Begrüßung und den Zugang zu Ihrem Fahrzeug über Ihr OpenAR-Link Multimedia-System einstellen. Wählen Sie im Bereich Fahrzeug die Option Fahrzeug, dann Außen. Sie können dann die gewünschten Optionen für Zugang und Begrüßung aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie mit der Keycard Handsfree im Fahrzeuginneren Platz genommen haben, drücken Sie das Bremspedal und diesen Knopf, um den Motor zu starten. Wenn sich die Karte in der Nähe eines Geräts befindet, das mit derselben Frequenz arbeitet, zum Beispiel ein Smartphone, besteht die Möglichkeit, dass die Meldung Karte im Bereich Platzieren plus Start auf der Instrumententafel angezeigt wird. Legen Sie Ihre Keycard Handsfree in diesen Bereich, drücken Sie das Bremspedal und auf den Startknopf. Wenn eine Person das Fahrzeug zusammen mit der Keycard Handsfree verlässt und der Motor noch nicht abgestellt wurde, wird die Meldung Karte nicht erkannt auf der Instrumententafel angezeigt. Drücken Sie in diesem Fall lange auf den Startknopf, um den Motor abzustellen. Bei Bedarf können Sie den in die Renault-Karte integrierten Schlüssel verwenden. Sie entnehmen ihn, indem Sie die entsprechende Abdeckung folgendermaßen verschieben. Um an den Schließmechanismus zu gelangen, schwenken Sie die Sperrabdeckung. Sie können die Tür jetzt öffnen.